fließen, also zu wenig für die benötigte Leitströmung, wird durch den sogenannten Drucküberfall eine Zusatzfiltration von insgesamt 1,5 Kubikmetern pro Sekunde durch den Vorkammereinstieg ins Unterwasser gegeben. Hierdurch wird die benötigte Leitströmung im Unterwasser erzeugt und die Fische finden den Weg in das Fischliftsystem bzw. in dessen Vorkammer. Die Fische schwimmen aus der Ruhe, also aus dem Unterwasser, in die Vorkammer und folgen der Leitströmung darin weiter zu dem jeweils geöffneten Lift. Auch im Lift wird diese Leitströmung von rund 0,7 Metern pro Sekunde erzeugt und konstant gehalten. Die Lifteinstellung ist variabel. In der Regel haben die Fische 45 Minuten Zeit, bei hohem Fischaufkommen 30 Minuten, in den Lift einzuschwimmen. Dann schließt der Schütz und der Lift bzw. der Schwimmkolben fährt innerhalb von rund 5 Minuten hoch, öffnet und lässt die Fische in einer Zeit von 15 Minuten in die Ausstiegsrinne schwimmen. Die Fische schwimmen von dort durch die tagsüber ausgeleuchtete Ausstiegsrinne unter dem Kraftwerksgebäude hindurch. Am Ende des Gebäudes geht diese Rinne in eine rund 12 Meter lange Stahlrinne über, wodurch die Fische den notwendigen Sicherheitsabstand zum Kraftwerksrechen beim Ausstieg ins Oberwasser erhalten. Am Ende der Ausstiegsrinne ist die Fischzähleinrichtung Waki positioniert. Dahinter erfolgt der Ausstieg in den Baldeneysee. Die zwei Kameras des Waki besitzen eine Bewegungserkennung bei Nacht- und Flugluftlicht. Jeder Fisch, der den Waki passiert, wird gefilmt und die Daten zur weiteren Auswertung gespeichert. In der Zeit, in der ein Lift oben ist, steht der zweite Lift geöffnet für den Einstieg aus der Vorkammer bereit. Durch diesen alternierenden Liftbetrieb ist ein kontinuierlicher Fischaufstieg an der Baldeneye gewährleistet. Durch die Ausstiegsrinne fließen 500 Liter pro Sekunde, wodurch auch hier die benötigte Leitströmung erzeugt wird. Diese 500 Liter pro Sekunde werden zur Erzeugung der Leitströmung in den Liften und für die Zusatzdotation verwendet. Die übrige Wassermenge für die Zusatzdotation mittels Drucküberfall wird durch eine separate Wasserleitung vom Oberwasser in das Becken hinter dem Drucküberfall geleitet.